Hallo zusammen, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder bei DDG Dashcam mit Germany mit Folge 596. Bevor es losgeht, ganz genau diesen wunderbaren Kanal abonnieren, liken, Glocke betätigen und der Hitze entgegentreten mit wunderbaren Holy-Produkten. Denkt dran, ihr müsst viel, viel trinken bei so einem Wetter. Warum nicht auch Holy? So. Und jetzt würde ich sagen, wir schalten einfach mal um. Ach nee, wir sind ja schon fertig. Ja, und dann let's go. Bitteschön. Ein bisschen lauter kann ich ja machen. So. So. Auf geht's. Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. Moin. Ach ja, spontane Ausfahrten. Ha, Abfahrten klappen halt bekanntlich immer richtig gut. Immer fallen sie vom Himmel. Ob das bei unseren Nachbarn in den Niederlanden wohl besser klappt? Ich sag's immer wieder, Niederländer sind anders wild. Ja, logischerweise nicht. Alles andere hätte mich aber auch schwer verwundert. Machen wir jetzt aber weiter beim Colin. Kurvige Strecke, uneinsehbare Kurven, was tut man da? Jetzt hab ich's auch mal gesehen. Und wir haben diese Pfeile hier, ja? Drei Pfeile. Das bedeutet nicht nochmal schnell Gas geben. Hier kommt gleich eine durchgezogene Linie. Nein, das bedeutet, wenn du jetzt am Überholen bist, ja, dann bitte den Überholvorgang abbrechen. Dafür hast du die Distanz der drei Pfeile Zeit. Ja, weil danach kommt eine durchgezogene Linie, die wir nicht überfahren dürfen. Bitte, liebe Freunde, tut mir einen Gefallen. Die durchgezogene Linie sagt nur aus, dass du sie nicht überfahren darfst. Wäre jetzt zum Beispiel ein Fahrrad hier in der Spur mit einer durchgezogenen Linie, außerorts 2 Meter Sicherheitsabstand, in meiner eigenen Spur könnte ich diesen Fahrradfahrer überholen, wenn ich es schaffe, nicht die durchgezogene Linie zu überfahren. Wichtig. So, weiter geht's. Jetzt ist es soweit. Ja, ob man sich über solche Überholmanöver wirklich freuen sollte, das Beste 3 Stunden später. Hier auch wieder durchgezogene Linie. Und man zwingt uns auf den Seitenstreifen. Zweimal? Guck mal, und jetzt haben wir jemanden auf den Seitenstreifen gegenüberstehen. Was ist denn, wenn wir das jetzt mal umdrehen, ja? Und uns kommt jemand entgegen und überholt und wir müssen auf den Seitenstreifen ausweichen. Geht aber nicht, weil dort jemand steht. Ja, Prost Mahlzeit. Dann wird's enger. Ernsthaft? Tja, fängt der Spaß mit dem dämlichen Überholen erstmal an. Naja. Da wirst du es halt auch einfach nicht mehr los. Hier sind wir jetzt mit Moritz unterwegs. Er war gerade entspannt mit seiner Freundin was essen. Was soll jetzt noch schief gehen? Ja. Ist ja super. Es gibt Situationen, damit kannst du rechnen. Ja, es gibt Situationen, damit rechnest du einfach nicht. Wer rechnet damit, dass hier von rechts nach links ein Fahrradfahrer ohne abzubremsen, ohne zu gucken, hier rüberdüselt? Sag mal, hast du dein Leben satt oder was? Digga, du. Was ist los, ey? Junge, Alter. Boah, f***ing hell, Alter. Hab ich mich gerade erschrocken. Ja, und wir uns, denke ich, alle auch. Das war echt unfassbar knapp. Aber come on, er hatte Licht an. Digga, du. Karies. Ja, da ist mal wieder das schöne Zeichen, dass man bei Rot als Radfahrer ruhig drüber bügeln darf. Naja, ist doch nur für Kraftfahrzeuge, oder nicht? Alle, die mit dem Motor unterwegs sind. Für Radfahrer ist das doch nur ein Richtwert. Wäre cool, wenn der anhält, muss der aber nicht. Ha? So ungefähr, oder? Wer wäre dafür, dass Radfahrer Kennzeichen bekommen? Der Einsender sagte, er sei dafür, dass Radfahrer Kennzeichen bekommen. Ob das wirklich hilft? Die Frage ist, ob wir dann auch mal zur Mitte des Jahres einmal einen Streifen... Alles bleibt schön stehen, der Querverkehr, weil der Einsatzwagen jetzt über diese große Kreuzung rüberfährt. Und dann dachte er sich bestimmt, du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht gesehen hat, 1, 2, 3, 4 rote Ampeln. Und dachte er so, wenn der Querverkehr stehen bleibt, ja, dann kann ich ja schnell rüberhuschen. Kommt keiner und so. Das Auto hatte dann halt wohl keine Kennzeichen. Noch kurz gebremst, um den Fußgänger nicht Platz zu fahren und ab dafür. Eine Einigung und dann werden die Schulden doch wieder nach oben gesetzt. Ja, schwierig. Ich weiß ja nicht, wie lange der ADAC... Mensch da jetzt schon steht und sich denkt so, Leute, irgendwann muss ich auch mal anfangen, ja, und jetzt einfach die Tür aufreißt, sagt so, so ist es jetzt halt, es ist hart, gute Reaktion von den von der Dashcam, muss ich an dieser Überraschung. Stelle sagen. Also, ja, ich finde, man sollte bei Pannenfahrzeugen und Pannendiensten ja immer vorsichtig vorbeifahren, wenn möglich, ja. Abstand halten.
Gerade wenn sie Warnblinkern haben, die könnten ja ums Auto rumlaufen, reparieren und so weiter. Ja, ein bisschen schwierig mit Gegenverkehr. Ja, jetzt haben wir die Situation, jetzt haben wir hier eine durchgezogene Linie. Na, so, darf man denn jetzt an dieser Stelle über die durchgezogene Linie drüber fahren? Ja, weil wir fahren vorbei und überholen nicht. Vorbeifahren und überholen sind zwei verschiedene Dinge. Heißt also, an dieser Stelle steht der ADAC und der PKW steht. So, wir dürfen jetzt dran vorbei. Interessant wird jetzt, weil jetzt, wenn wir vorbei wollen... Aber einfach wollen, so die Tür aufreißen, das... Rollt der ADAC nach hinten. Also er hat den Rückwärtsgang ran, um näher an das Pannenauto zu kommen. Ab da wäre es überholen. Und ab da dürften wir nicht mehr über die durchgezogene Linie fahren. Ob du jetzt vorwärts oder rückwärts rollst, völlig egal. Das Fahrzeug ist in Bewegung. Das ist halt schlichtweg auch nicht clever. Hier geht es um das Auto und den Transporter vor uns. Sowieso sehr interessant, wie komme ich auf die Idee einer roten Ampel, wo viel los ist, jetzt einfach den Rückwärtsgang reinzuknüppeln und zu denken, hinter mir wird schon nichts sein und ich fahre rückwärts. Also abgesichert hat er nicht, weil dann wäre er ja nicht hin drauf gefahren. Also ihn hätte er auf jeden Fall gesehen. Andere Frage, gibt es keine Rückfahrkamera? Ja, das war wohl nichts. Und es scheint hier auch erstmal so, als würde der Transporterfahrer seinen Fehler auch gar nicht abstreiten. Aber Leute, wenn ihr sowas seht, bitte, bitte stellt euch immer als Zeuge zur Verfügung. Solche Fälle hier können für das Unfallopfer sonst ganz schnell auch mal richtig komisch werden. Wenn der Transporterfahrer hier hinterher dann plötzlich behauptet, dass der Renault ihm hinten reingefahren wäre, ja, und der Renault-Fahrer hat keinen Gegenbeweis, ja, dann steht man richtig dumm da. Und es wäre ja leider auch nicht das erste Mal auf diesem Kanal. Man kann ja nicht immer, und das wissen wir, man kann ja nicht immer hoffen, dass sich ein Zeuge meldet. Ja, manchmal haben sie ja keine Zeit und müssen dann schnell weiter. Oder ich habe alles gesehen, hier meine Telefonnummer, dann stimmt die Telefonnummer nicht oder keine Ahnung. Immer schwierig. Und ich frage mich, gibt es dafür keine gute Lösung? Ja, natürlich. Ha, eine Dashcam. Hängt euch eine Dashcam ins Auto. Denn das große Theater geht los, wenn der Transporterfahrer jetzt sagt, nö, du bist mitten drauf gefahren. Ne, der checkt erstmal vielleicht die Windschutzscheibe, sieht keine Dashcam, sieht nur eine Person im Auto, sagt, nö, du bist mitten reingefahren. Leute, wirklich, dass wir darüber noch reden müssen. Denn die Schilderung eines Auffahrunfalls ist immer erstmal plausibler als die Schilderung, dass an der Ampel plötzlich wer beim Rückwärtsfahren einen Unfall verursacht hat. Die einzige Sache, wie ihr euch sonst noch selbst als Autofahrer gegen solche Falschaussagen zuverlässig absichern könnt, ist am Ende eine Dashcam im Auto. Drum, wer noch eine sucht, in unserem Dashcam-Shop unter dashcam-shop.com könnt ihr als unsere Zuschauer mit dem Code DDG5 immer 5% sparen. Eine Empfehlungsliste und viele Vergleichsvideos findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Denn die Tatsache, dass kein Zeuge anhält, ist ja immer nur die eine Situation. Es kann ja immer auch mal sein, dass es einfach gar keine Zeugen gibt. Hätten wir hier nicht gestanden, die anderen Autos da, die gucken vermutlich alle nach vorne und haben das wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Aber kommen wir von der Ampel zur nächsten Ampelkreuzung. Kreuzungsbereiche freihalten, ja, das wäre was. Drum tut der Einsender das selbstverständlich ja auch. Perfekt, perfekt. So machen wir das, damit der Vordermann links abbiegen kann. Ja, er hier. Da kann jetzt hat er Platz, links abbiegen, weil wenn ich mich da hinstehe, ist die Kreuzung dicht. Perfekt. Aber was die anderen hier fabrizieren, ist halt auch wieder zu gut. Geil. Jetzt ist gelb. Was denkt sich denn der LKW-Fahrer jetzt? Was denkt sich der LKW-Fahrer, warum wir diese Lücke hier haben? Also manchmal fragt man sich echt, als ob wir hier zum Spaß stehen würden. Der linksabbiegende Gegenverkehr freut sich auf jeden Fall hier. So, jetzt steht er jetzt und kommt nicht durch, weil der LKW-Fahrer jetzt einfach komplett dicht geht. Also er hat unsere Lücke genommen. Finde ich schon ganz schön frech. Also das ist schon wirklich... Aber jetzt tut sich gleich eine minimale Lücke auf. Chaos! Nee, wird auch zugemacht. Sonst oder selbst die hätte der LKW am liebsten direkt wieder zugefahren, aber der Abbieger hatte offensichtlich die Schnauze voll. Hier ärgert sich der Einsender auch. Ich sag dann nach der Szene noch meine persönliche Meinung zu, keine Sorge, wir gucken erstmal. Aussage des Einsenders ist jedenfalls, dass der VW vor uns hier die Parkhausrampe, die ganze 12 Stockwerke, die es hochgeht, echt langsam hochfährt. Das... völlig legitim. Es ist wirklich, der eine kann da richtig schön hochfahren, der andere braucht halt ein bisschen länger, weil es ist schmal. Du musst die ganze Zeit um die Kurve fahren. Nicht umsonst sind ja überall links und rechts Lackkratzer, weil die Leute das einfach unterschätzen. Das ist
völlig normal, dass man hier langsam fährt. Teilweise so langsam, dass wir bei unserem Auto nicht mal den ersten Gang richtig einlegen können. Und das ist natürlich, wenn man Handschalter fährt, echt kacke. Demzufolge ist der Einsender hier echt schon gut gelaunt. So, jetzt merkt der Fahrer, okay, ich komme zu weit links, ich bremse ein bisschen ab und lenke mal wieder ein bisschen dagegen. Und jetzt dahinter fahren und hupen, na klar bleibt man dann erstmal stehen. Und ist warum erst hält mal. Die Person jetzt hier noch an, hä? Aber es wird halt im Folgenden hier irgendwie auch nicht besser, eher im Gegenteil. Du, ich finde, das ist Schrittgeschwindigkeit, 4 bis 7 km/h. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier dramatisiert wird. Es ist Schrittgeschwindigkeit, auf jedem Parkplatz ist auch Schrittgeschwindigkeit, was würde der Tor dann machen? Da muss er auch mit der Kupplung spielen. Ich weiß, bergauf ist nochmal eine andere Geschichte, aber... Der Einsender meinte... Können wir geteilter Meinung sein? Ich finde das absolut unnötig. Sein Auto würde wegen der geringen Geschwindigkeit mittlerweile auch schon nach Kupplung stinken. Naja, dann... Okay. Also, da muss keine Kupplung stinken, bin ich der Meinung. So, jetzt wieder Kupplung. Oh, finde ich sehr schwierig. Finde ich sehr schwierig. Das macht es nur noch, ja, wenn der so unsicher ist und du hupst und er soll schneller fahren. Meinst du dann, ach ja, natürlich, naja, meine Unsicherheit schmeiße ich mal weg und ich fahre jetzt hier hoch. Wir sind Schrittgeschwindigkeit, es ist völlig okay. Auch hier im Parkhaus wird weiterhin Schrittgeschwindigkeit gefahren. Jetzt kommt er bitte hier und sagt, ja, da laufen wir keine Fußgänger rum. Ja, was, das ist doch, ja, ist Schrittgeschwindigkeit. Das ist völlig legitim. Ja, zweitens dieses Rumgehupe. Das regt mich total auf, dieses Rumgehupe hinter jemand, als würde er schlafen und er würde das extra machen, um Tor zu ärgern. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ah! So, Tor natürlich jetzt total gefahren. So. Und sie lässt, scheint sie zu sein, sie lässt sich das natürlich nicht gefallen. Was das jetzt bitte soll. Ich kenne ja, aber wir können nicht stehen bleiben mit der Einfahrt. Aggressiv zu reagieren ist einfach Es ist wirklich aggressiv und sie blieb ja nicht stehen. Sie blieb ja nur stehen, weil Tor gehupt und hat. Sie bleiben stehen. Ich fahre ein manuelles Auto. Ich bleibe stehen. Wunderbar. Ich weiß, jetzt würden wir in den Kommentar schreiben, oh, Kupplung, musst du mal, kannst du doch. Du schaffst es, hier hochzufahren, auch langsam, ohne dass die Kupplung steht. Hey, sie müssen ein bisschen Gas geben. Warum soll sie denn Gas geben? Ja, das ändert aber nichts daran. Ich würde mit so winzig kleinen Tütü hier durch die Gegend fahren, wenn ich hier mit meinem breiten Auto herumfahren würde. Das ist für ihn nicht. Dann kaufen Sie sich ein kleineres Auto, wenn Sie es dann fahren können. Ganz ehrlich, Sie sind. Das ist Arschloch. Ach, Dankeschön. Jetzt sehen Sie aber mal zu, dass Sie die Einfahrt frei machen. Echt, ey. Diese Beleidigung muss jetzt absolut nicht sein. Ja, auch Thor hat diese Beleidigung nicht verdient. Aber ich kann diese Frau verstehen. Ja. Das ist, die ist ganz normal hoch, ganz easy peasy, ganz normal hochgefahren. Das, was jetzt passiert, da ist Tor jetzt aber auch dran schuld. Provoziert, Gehupe, sie ist total durcheinander, will jetzt wissen, Alter Digga, was machst du denn da mit mir? Was willst du denn? Also hat Tor auch da ein bisschen mit dran schuld, dass wir jetzt hier alle stehen. Schwierige Situation. So. Ja, und was soll ich dazu jetzt sagen? Immerhin hat die Person uns bei der Beleidigung ja noch gesiezt und frohe Weihnachten gewünscht. Das finde ich super nett, immerhin. Aber dass man seit 30 Jahren Auto fährt und dass es mit einem breiten Auto hier natürlich echt schwer ist in der engen Auffahrt, ich weiß ja nicht, also ich weiß wirklich nicht. Weder ist das Auto breit, noch ist das eine fürs Parkhaus jetzt extrem schmale Auffahrt oder so. Leute, über was reden wir denn jetzt hier? Die Einfahrt ist wirklich sehr schmal und sie ist halt unsicher. Aber sie fährt mit Schrittgeschwindigkeit da hoch. Ja, was hätte denn Tör gerne, dass sie hier mit 30 hochfährt oder was? So, für mich ist die Person hier schlichtweg nicht in der Lage, die Maße des eigenen Autos abzuschätzen. Und wenn das Auto neu ist, scheint ja auch sehr neu zu sein. Du holst dir mal ein neues Auto, was ein bisschen länger oder ein bisschen breiter ist oder ein bisschen schmaler ist. Das ist ja kein Problem. Ja, das ist halt so. Also weiß nicht. Trotzdem würde ich hier auch dem Einsender zu einer anderen Reaktion raten. Hinter solchen Leuten festzuhängen, das ist extrem ätzend. Und guck mal, wie dicht der da jetzt auch auffährt, ja, by the way. Wie dicht, ja. Bei so einer Rampe will man definitiv nicht mit schleifender Kupplung hochfahren, das verstehe ich, ja. Weil damit macht man sich halt die Kupplung schlichtweg kaputt. Hupen hilft aber auch nichts, weil solche Leute sind wirklich nicht kompetent genug, es besser zu machen. Und je mehr Druck von hinten kommt,
desto schlimmer wird es halt meistens. Richtig. Noch. Und so ärgerlich das hier auch sein mag und so sehr man dann wiederum seine Hinterleute vielleicht wieder nerven könnte, ich wäre nach dem ersten Anhalten hier ein bisschen stehen geblieben, hätte gewartet, bis eine ausreichende Lücke zum Vordermann da ist, um dann wieder anzufahren. Na, dann hätten aber die hinter mir gehupt, warum ich jetzt stehen bleibe. Ne, dann wäre auch so ein Tor hinter Tor und hätte gesagt, was machst du, dann fahr doch einfach. Benutz die Kupplung richtig und fahr einfach. Ne? So. Wo wir hier gerade schon bei fahrerischer Kompetenz waren, selbstverständlich geht das auch noch schlimmer. Ich möchte wirklich keine Vorurteile pflegen, aber das ist halt wieder ein Fall aus der Realität. So schaut es halt aus, wenn Leute, die im vorherigen Video seit 30 Jahren super Auto fahren, dann ja, nochmal 30 Jahre älter sind. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr das Thema Rentner und Autofahren thematisieren. Hat auch nichts mit Diskriminierung zu tun, es hat einfach nur was mit Sicherheit zu tun. Ja? Wenn man sieht, dass 80 plus ja, noch Auto fahren und aber überhaupt nicht mehr die wichtigsten Funktionen funktionieren, so wie Schulterblick, Reaktion, Sehvermögen und. Gehört ja alles mit dazu, um Straßenverkehr besser einzuschätzen oder einschätzen zu können. Bin ich wirklich der Meinung, dass wir uns da irgendwas einfallen lassen müssen? Nee, das ist diskriminierend, das können wir nicht machen. Da merkt man wieder, ich muss es leider sagen, ich will eigentlich nie politisch werden hier in meinen Videos, ne? Aber da merkt man wieder, dass hier in diesem Land was ganz, ganz, ganz falsch läuft. So, mehr sage ich dazu nicht. So, blockiert alles, kommt hier nicht rum, total verwirrt. So, setzt nochmal zurück. Ja, wir haben grün Gegenverkehr natürlich auch gut. Er blockiert alles. Was ich an diesem Video jetzt aber fast noch am besten finde, der Einsender ist von diesem Schauspiel so dermaßen abgelenkt. Ey, es ist rot. Er hat es nicht geschafft, ordentlich links abzubiegen. Er hat es einfach nicht geschafft. Ja, dass er fast selbst noch über rot gefahren wäre. Dabei weiß doch jedes Kind, rote Ampeln. Ist ein Richtwert, eine Empfehlung. Ja, Radfahrer müsste man sein, da geht das. Drum, das geht bestimmt auch nochmal. Warte mal. Lass uns mal ganz kurz, ich möchte nur mal kurz was mir angucken. Wir achten jetzt mal auf die Fußgängerampel, die hier. Die wird grün und er fährt los. Auf die falsche Ampel geachtet? Also wie kann man denn seine Ampel mit der Fußgängerampel verwechseln? So, also wir gehen jetzt mal stark davon aus, er hat jetzt hier irgendwas Grünes gesehen, wahrscheinlich wieder im Handy gespielt, aus dem Augenwinkel irgendwas Grünes gesehen, er fährt los. Er hier in Tiguan, ich denke, das ist ein Tiguan, spielt auch mit seinem Handy und schaut auch aus dem Augenwinkel, wie sein rechter Nebenmann oder Nebenfrau losfährt, denkt, es wäre grün und fährt auch los. Also so kann ich mir das jetzt nur erklären. Und beide fahren über Rot. Da fahren die einfach über Rot drüber, ey. Das siehst du doch, weil das sind doch eindeutig zwei Fahrräder. Und wie immer die Polizei zu spät und auf der falschen Fahrt. Und ja, schönes Polizeiauto. So, Lieben, das war's schon wieder gewesen. Hi, hat das Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Sehr schön. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Euer Fahrlehrer des Vertrauens. Dankeschön.